Meine Damen und Herren, ich eröffne die Sitzung und darf Sie bitten, sich von den Plätzen zu erheben. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wie wir gestern erfahren haben, ist bereits am 10. April 2018 der ehemalige Abgeordnete Heiner Hofsommer verstorben. Herr Hofsommer ist am 20. September 1945 in Friedloos geboren. Nach dem Abitur und dem Wehrdienst absolvierte er ein Lehramtsstudium. Er wurde Realschullehrer und Rektor der Gesamtschule Niederaula. In den Jahren 1987 bis 1990 war er Schulamtsdirektor in Eschwege. Seit 1995 war er als Direktor an der Jahnschule in Hünfeld tätig. Dem Hessischen Landtag gehörte er als Abgeordneter vom 20. November 1990 bis 4. April 1991 und vom 15. Juli 1993 bis 4. April 1995 an. Herr Hofsommer war bis 1997 Mitglied der CDU und gehörte viele Jahre dem Kreistag des Kreises Hersfeld-Rotenburg an. In den Jahren 1985 bis 1995 war er Fraktionsvorsitzender der CDU im Kreistag. Unsere Anteilnahme gilt den Angehörigen des Verstorbenen. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie sich zu Ehren des Verstorbenen erhoben haben. So, meine Damen und Herren, eröffnet ist. Die Beschlussfähigkeit ist festgestellt. Wir haben noch einige Tagesordnungspunkte. Noch offen sind die Punkte 7, 11, 13 bis 38, 40 bis 60, 62 bis 66, 68, 71 bis 87, 93, 97 bis 101, 103, 104 und 105. Auf Wunsch der antragstellenden Fraktion wird der Tagesordnungspunkt 11 von der Tagesordnung abgesetzt. Wir tagen heute bis zur Erledigung der Gesetzeslesungen bei einer Mittagspause von einer Stunde. Wir beginnen mit den Anträgen für eine Aktuelle Stunde. Das sind die Tagesordnungspunkte 97 bis 101 mit 5 Minuten Aussprache. Mit dem Tagesordnungspunkt 98 wird die mündliche Frage Nummer 1042 gemeinsam aufgerufen und beantwortet. Es fehlen heute entschuldigt die Frau Staatsministerin Eva Kühne-Hörmann ab 11.30 Uhr, die Frau Staatsministerin Lucia Puttrich bis 16 Uhr, Herr Staatsminister Dr. Schäfer ganztägig, die Frau Abg. Hofmeier, die Frau Abg. Öztürk. Das war's. Gibt es sonst noch Entschuldigungen? Das ist nicht der Fall. Heute Abend im Anschluss an die Plenarsitzung kommt der Sozial- und Integrationspolitische Ausschuss im Sitzungsraum 501a zusammen. Meine Damen und Herren, zum Fußball. Was heißt A? Ja, es ist eine sehr erfolgreiche Woche für die hessischen Mannschaften. Ich sage einmal, es ist für Bayern-Fans, die Schuldigen sitzen ja mit hier, Bellino, Schäfer, Gümbel und andere, ist das schwer. Aber die Eintracht hat verdient gewonnen, das will ich einmal sagen. Ja, ja, es fällt uns schwer. Aber, meine Damen und Herren, wer eine gute Meistermannschaft ist, der muss auch mit Würde und in Anstand verlieren können. Das gehört auch dazu. So, jetzt genügt es aber auch. Und nächstes Jahr sehen wir uns dann wieder. Und dann sehen wir, was los ist. Ich will ganz kurz eingehen auf das Spiel unserer Landtagself. Ich mache das heute wirklich sehr kurz, weil unsere Landtagsmannschaft gestern Abend ja auch
im Gedenken an unser langjähriges Parlamentsmitglied und den ehemaligen Teamchef der Mannschaft, an unseren Freund Manni Schaub, gespielt hat. In Trauer floh er. Und beide Teams hatten nach dem Anpfiff eine Gedenkminute eingelegt. Wir haben 6:0 verloren. Ja, auch nichts Außergewöhnliches. Aber auch da kann es nur besser werden. Das wissen wir ja. Und das werden wir beim nächsten Mal wieder sehen. Ich bin da sehr zuversichtlich. Schon beim Hessentag ist das nächste Spiel. Und da wird es aufwärts gehen. Da sind wir sehr zuversichtlich. Wir haben jetzt die ersten beiden Spiele verloren. Das ist eigentlich eine gute Basis, damit es dann aufwärts geht und damit es besser werden kann. Nach dem Spiel wurde eine Spende überreicht unseres Präsidenten zugunsten des Caritas-Zentrums St. Vinzenz in Einhausen. Und das nächste Spiel, wie bekannt, findet am Dienstag auf dem Hessentag in Korbach gegen die nordhessische Regionalauswahl statt. Und da drücken wir unserer Mannschaft alle Daumen. Soweit heute zum Fußball. Jetzt haben wir noch eine sehr erfreuliche Meldung. Es gibt einen Abgeordnetenkollegen, der fühlt sich hier so wohl, dass er seinen 50. Geburtstag mit uns heute hier feiert. Das ist etwas ganz Tolles. Unser Freund Uwe Serker kann heute diesen runden Geburtstag feiern. Herr Uwe, ich gratuliere dir im Namen des ganzen Hauses. Kannst du einmal vorkommen? Ich will dir noch etwas bringen. Früher war der so im öffentlichen Dienst, hat es einen halben Tag Urlaub gegeben. Also ab heute Mittag bist du dann freigestellt. Das kann über PN, da gehe ich auch fort und da kann ja nichts passieren. Machen wir ein Pairing. Und wir wünschen dir alles Gute. Wir sind aber froh, dass wir dich haben. Und wir gratulieren dir. Bleib gesund und munter. Er ist übrigens Fan, erklärter Fan von Borussia Mönchengladbach, gemeinsam mit dem hessischen Innenminister. Das sind die zwei Einzigen in Hessen. Und deshalb wünschen wir Ihnen auch für die Zukunft viel Kraft. Alles Gute.